Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute vergeben wir einmal mehr die Buch-Oscars für das Jahr 2019. Ja, am Sonntag auf Montag waren ja die echten Oscars, beziehungsweise die echte Oscar-Verleihung, der größte Filmpreis ja sozusagen der Welt, wurde vergeben. Und ich habe den Tag jetzt, glaube ich, schon 2-3 Jahre gemacht und schaue dann immer wieder aufs Jahr zuvor, welche Bücher mich begeistert haben und natürlich auch in den Kategorien, die den Filmkategorien sehr ähnlich ist. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den Buch-Oscars für das Jahr 2019 und die Frage wird sich lösen. And the Oscars goes to... Erste Kategorie ist bester Schauspieler, ist der beste männliche Protagonist. Und hier hat sich gegen Jahresende absolut ein männlicher Protagonist in mein Herz geschlichen. Es ist Geralt von Riva aus der Hexersaga von Sapkowski. Ich frage mich, wie ich 20 Jahre um dieses Buch herumgekommen ist, wie ich große Epos irgendwie ignorieren konnte, wie das so an mir vorbeigehen konnte, denn ich habe jetzt ja die 2 Kurzgeschichtenbände bisher gelesen und der erste Teil der eigentlichen Saga liegt auch schon hier. Mir ist ja im Januar so ein bisschen meine Krankheit dazwischen gekommen, dass ich nicht so das lesen konnte, was ich eigentlich wollte, aber ich freue mich jetzt mega im Februar auf die Hexersaga und ich bin ein absoluter Fan von Geralt von Riva. Ein Wahnsinnscharakter mit einem ganz trockenen Humor, mit so einer Ironie, mit so einem Zynismus, mit so Zweifeln an seinem Dasein und doch aber diesem Selbstbewusstsein, dass er genau weiß, wer er ist. Und ich fand diese Kurzgeschichten einfach schon der Hammer. Zudem auch die Serie, dazu aber später irgendwo weiter unten bekommt die Hexersaga nämlich noch einen Oscar. Das kann ich schon mal spoilern. Für mich ein Charakter, der sich direkt in mein Herz geflucht hat, einfach großartig. Und ich bin so gespannt auf die eigentliche Saga und freue mich da wirklich mega drauf. Zweite Kategorie, beste Schauspielerin, beste weibliche Protagonistin. Und hier möchte ich Liv auswählen aus der Leuchtturm-Trilogie, nämlich aus Show Me the Stars. Ein Buch, was mich ja im letzten Jahr überraschend begeistert hat. Das ist der erste Teil der Leuchtturm-Trilogie und ich habe irgendwie gar keine Erwartung gehabt. Ich hatte nur die Hoffnung, dass es nicht zu New Adult-mäßig ist, weil es ja doch recht erwachsene Protagonisten hat. Und der erste Teil hat mich geflasht. Insbesondere Liv, die Journalistin ist, die eine Auszeit braucht, die sich auf der Suche so ein bisschen nach sich selbst macht und dann Haushitterin eines Leuchtturms wird, mitten an Irlands Küste. Und uns da so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit im Grunde zeigt, wie man sich entwickeln kann, welche Probleme man als Erwachsener haben kann, wie man die lösen kann. Jetzt vielleicht nicht immer, dass man Leuchtturm hütet, aber ja, ich fand ihre Art, mit ihrem Leben umzugehen, mit den neuen Dingen umzugehen, mit diesem doch etwas einsamen Leben am Leuchtturm, mit der Bekanntschaft von neuen Menschen, auch besonders einem neuen Mann. Ich fand das ganz, ganz toll. Und mir ist Liv sehr bildhaft in Erinnerung geblieben. Und ja, die Frau hat mich wirklich sehr begeistert. Und die fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und wirklich auch Show Me the Stars für mich auch das Highlight der Leuchtturm-Trilogie. Der zweite Teil ein bisschen schwächer. Und der dritte Teil liegt so zwischen Band 1 und 2, war also deutlich besser als Teil 2, aber kam für mich nicht an den ersten Teil dieses Highlights sozusagen ran. Dritte Kategorie, beste Kameraführung, bester Plottwist bzw. beste unerwartete Wendung. Und da habe ich tatsächlich einen Moment überlegen müssen, bin aber dann doch so durch mein Regal gegangen und da lächeln mich sozusagen beide Teile an. Das ist nämlich die Warcross-Reihe von Mary Lou. Da ist im letzten Teil der zweite und letzte Band Neue Regeln, neues Spiel herausgekommen und ich fand diese Story einfach unglaublich gelungen. Sie hat mich schon in 18 gepackt. Es ist ja so eine E-Sports-Reihe, wo man über eine virtuelle Welt sozusagen an Weltmeisterschaften teilnimmt und wir haben hier eine Protagonistin, die sich so ein bisschen einhackt und dann auch den Erfinder dahinter sozusagen kennenlernt und der zweite Teil war einfach der Hammer. Es ist wirklich eine Reihe, die Wendungen hat, die einen überrascht, die innovativ ist, die einen mitreißt, die zwar auch so eine zarte Liebesgeschichte, Freundschaftsspinnerei
hat, die ich einfach großartig fand. Ich fand all die Themen, die Mary Lou hier reingepackt hat, das war nicht überladen, aber es war wirklich spannungsgeladen und auch die Wendungen und auch die Auflösung fand ich einfach unfassbar gut. Mit vielen habe ich überhaupt nicht gerechnet, hätte ich nie für möglich gehalten, dass sie diesen Weg geht, aber ja, ich fand's toll und deswegen von mir auch der Oscar für die beste Kameraführung. Die vierte Kategorie ist dann bestes Kostümdesign, das ist das beste Buchcover. Und hier muss ich echt sagen, habe ich mir sehr, sehr schwer getan, einen Kandidaten zu finden, weil ich doch finde, dass sehr viele meiner Highlight-Bücher oder überhaupt Bücher, die ich toll fand, auch ein schönes Cover hatten. Und ob das jetzt miteinander was zu tun hat, glaube ich nicht. Ich bin ja nicht der typische Coverkäufer. Ich lasse mich da ja sehr selten so fangen damit. Aber man kommt natürlich nicht drum herum. Also ne, wenn etwas schön ist und dann passt der Klappentext, dann ja. Aber es gibt ja auch durchaus nicht so schöne Cover, wo die Geschichten begeistern. Aber ich habe mir, ich hatte so eine Top 5, Top 6 an wunderbaren Covern, habe mich dann aber für Nebelwind von Marlon May entschieden. Und das Cover könnte man jetzt auf den ersten Blick sagen, ja, ist ja doch ein bisschen schlicht und Und genau das ist es, was ich so toll fand. Ich finde dieses Cleane mit dem trotzdem, ach, wunderbar gezeichneten und ich fand das einfach toll. Oder ich finde das einfach toll. Ich finde, es ist ein Cover, dass ich richtig, richtig schön fand, wo ich auch wirklich froh bin, dass es sozusagen im Regal steht, dass, wie ich es gelesen habe, ich es auch wirklich in der Hand hatte, immer wieder auf dieses schöne Cover geschaut habe und ich immer wieder sage, ja, so finde ich, muss ein Cover aussehen. Wir haben ja eine Geschichte, einen Auftakt einer Trilogie, glaube ich. Ich glaube, mittlerweile sogar schon der zweite Teil da. Ich glaube, den muss ich mir jetzt demnächst auch mal holen. Die mich ebenfalls überraschend gefesselt und begeistert hat, die ich richtig schön fand, die mich unterhalten hat, die mich in eine Welt entführt hat, die sich mir ganz neu aufgemacht hat und einfach richtig, richtig toll war. Und eben ein wunderschönes Cover, das durch diese Schlichtheit mich aber einfach überzeugt und ich mir wünschen würde, dass mehr Cover einfach ein bisschen schlichter sind und nicht immer alles so überladen irgendwie ist. Und ich finde, dafür steht das und ich finde es einfach wunderschön und deswegen hat es auch den Oscar verdient. Nun packen wir in die fünfte Kategorie gleich zwei Gewinner, denn es geht um die besten Nebendarsteller und die beste Nebendarstellerin, der männliche und weibliche Nebencharakter. Und beim männlichen Nebencharakter ist mir direkt Jules aus Fortune Cookie Love eingefallen von Annalena Kanau. Wir haben hier ja als Protagonistin Ariadne, die ihr Leben berechnet, ihr Glück berechnet und im Grunde immer aufwiegt, das und das ist mir Gutes passiert, heute habe ich so und so viel Pluspunkte. Und sie hat eben immer das Gefühl, dass wenn sie eine gewisse Zahl erreicht hat, dass dann irgendwas Schlimmes passiert und rechnet sich aber dann eben auch ihr Minus dazu aus. Und sie trifft eben auf Jules. Und das war ein Hammercharakter. Also dieser Freigeist war wunderbar beschrieben, tiefgründig, unterhaltsam. Er hat perfekt so ein bisschen in dieses Gegensätzliche von Ariadne gepasst. Und er ist eben so richtig frei und hat dieses Freiheitsempfinden. Er lässt sich vom Wind tragen. Er schaut, wo ihn das Leben hinbringt. Und ich mochte diese Art unfassbar gerne. Ein Nebencharakter, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, der mir auch im Nachgang noch lange so durch den Kopf gesponnen ist. Natürlich ist er neben der Protagonistin vielleicht auch der Protagonist, aber er ist für mich eben schon eher der Nebencharakter als ein Hauptcharakter. Und deswegen ist er perfekt für diesen Oscar. Und die weibliche Nebenrolle ist für mich dann Nettie aus der New York Love Story Reihe von der lieben Jackie Feldgood, sowohl aus Home Sweet Home als dann auch aus Dance With Me. Und der dritte Teil ist ja jetzt im Januar erschienen, Never Ending Story, aber Band 1 und 2 eben für 2019. Und Nettie ist ja die Oma unserer Protagonisten und ihr gehört ein Haus in New York City und sie hat einen ganz speziellen Mietvertrag sich ausgedacht. Also auch wenn neue Mieter kommen, müssen sie gewisse Aufgaben erfüllen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Und dann herrscht eben ganz besondere Regeln in diesem Haus. Zum Beispiel, dass samstags eben auch mal gebruncht wird und wer das ausrichtet und wie eben mit Dingen im Haus umgegangen wird. Und ich habe sie sehr, sehr ins Herz geschlossen und fand sie wirklich einen ganz, ganz tollen Nebencharakter. Natürlich ist sie so die Frau, die über allen drei Büchern schwebt, aber
Sie hat natürlich wirklich immer nur eine Nebenrolle in den einzelnen Büchern, aber ich habe sie in allen drei Teilen absolut lieben gelernt. Und alleine das, dass es da einen Hund und eine Katze, Sherlock und Watson gibt, ist einfach großartig. Und ja, Jackie schafft es immer wieder, dass nicht nur ihre Protagonisten und die großen Hauptcharaktere wirklich lebendig werden und man sie vor Augen hat, sondern sie schafft das eben auch mit ganz vielen ihrer Nebencharaktere, dass die einen in Erinnerung bleiben. Und das fand ich bei Nettie wirklich herausragend gelungen. Sechste Kategorie, bestes originales Drehbuch, beste und kreativste Welt, die von einem Autor kreiert wurde. Und dieser Oscar geht an zwei Autoren, nämlich an Erik Kellen und Mira Valentin für den ersten Teil der Lichtsplitter-Saga Windherz. Was war das für ein Highlight? Was war das für eine Geschichte? Was ist das für eine grandiose Welt? Mit was für einem Stil wurde die erschaffen? Wirklich unglaublich, was Mira Valentin und Erik Kellen hier geschaffen haben. Wirklich ein Jahreshighlight auch im letzten Jahr. Wir haben hier wirklich eine High-Fantasy-Welt, die größer als groß ist, die förmlich Epos ruft. Das wird, glaube ich, eine vierteilige Reihe. Der zweite Teil liegt schon zum Lesen, ja, bereit. Und ich freue mich da wirklich mega drauf. Ich bin ja tatsächlich sehr häufig ein High-Fantasy-Mädchen und ich habe das abgöttisch geliebt. Also ich muss auch direkt jetzt demnächst in den zweiten Teil eintauchen. Ich überlege nur, wann wird in etwa vielleicht der dritte kommen und wann macht es Sinn, so mittig dann den zweiten zu lesen, ohne dass man zu lange warten muss. Aber ja, wir haben hier eben zwei Geschichten, die erzählt werden und natürlich jeder dann in seinem, ihrem Stil. Und ich fand auch wirklich diese große Welt drumherum, ich fand das großartig, was da erfunden wurde mit der Magie und absoluter Fan des ersten Teiles und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht, wie es uns, mich dann auch begeistern wird und freue mich da wirklich sehr drauf, das dann auch weiterzulesen. Ja, die siebte Kategorie, hatte ich vorhin schon kurz angeteasert, angespoilert, ist bestes bearbeitetes Drehbuch, die beste Buchverfilmung. Und ja, es kann nur The Witcher sein. Denn für die achte Staffel von Game of Thrones kann man ja keine Vorlage hernehmen, deswegen ist es an und für sich keine beste Buchverfilmung. Zudem, ja, ist nicht alles gut in der achten Staffel, aber bei The Witcher bin ich dem Hype absolut verfallen. Ich liebe, liebe die Serie. Ich muss die auch unbedingt demnächst nochmal ein zweites Mal anschauen. Ich bin fasziniert von der Umsetzung, wie nah man am Buch war, wie man die Geschichte erzählt hat. Ich weiß, es gibt Leute, die kommen mit dem Erzählstil, gerade was so dieser Zeitablauf in den drei Perspektiven betrifft, nicht ganz so gut zurecht, was ich wirklich verstehen kann. Man muss der Geschichte einfach Zeit geben, Raum geben und seine Aufmerksamkeit. Das ist keine Serie, die man einfach so wegschaut, wo man nebenbei auch noch Dinge tut. Nein, ich glaube wirklich, dass das eine Serie ist, wo man sich bewusst hinsetzen muss, Handy ausmacht und wirklich sich Folge für Folge anschaut und sich darauf auch einfach einlässt. Und dann hat man nämlich wirklich eine Highlight-Serie, finde zumindest ich. Für mich eine grandiose Buchverfilmung, weil man wirklich merkt, dass man sich bei der Serie an diesen zwei Kurzgeschichtenbänden orientiert hat. Man hat wirklich das Gefühl, Episode für Episode ist eine der Geschichten. Es wird natürlich drumherum auch noch ein bisschen was erzählt. Es ist wirklich großartig geworden. Und die Welt, sie zu zeigen, Plötze in echt zu sehen, nicht nur im Let's Play sozusagen von Kronk. Und ich finde auch Henry Cavill wunderbar gut getroffen. Und es gibt ja einige andere bekannte Schauspieler, die man wieder sieht. Ich fand auch Yennefer ganz, ganz toll besetzt. Und ich bin einfach Fan. Also ich bin wirklich begeistert und freue mich schon auf die zweite Staffel, die aber wohl erst 2021 erscheinen wird. Ja, müssen wir uns ein bisschen gedulden. Achte Kategorie, bester Animationsfilm, bestes Buch, welches sich gut für ein Animationsformat eignet. Und ich habe ja im letzten Jahr die Eragon-Reihe von Christopher Paolini gelesen, fand Band 1 und 2 wirklich großartig. Band 3 und auch besonders Band 4 war dann leider gar nicht mehr so richtig meins. Also man wollte dann schon wissen, gerade in Band 4, wie geht das jetzt aus? Aber es war wirklich ein sehr zähes Ende, muss man ganz klar sagen. Allerdings kann ich mir wirklich vorstellen, dass diese Drachenwelt mit den Drachenreitern, diese geile High-Fantasy-Story, dass die als Animationsfilm wunderbar gelingen könnte. Ich weiß, dass es eine echte Verfilmung gibt, also mit echten Menschen. Leider nicht mit echten Drachen, aber mit echten Menschen. Und die soll ja
grottenschlecht sein. Deswegen habe ich die auch überhaupt nicht angesehen. Ich habe da gedacht, nein, man muss nicht immer alles wissen und man muss sich auch nicht immer selbst alles bestätigen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eben nicht unbedingt mit echten Menschen funktioniert, aber eben durchaus als Animationsfilm oder als Animationsserie noch viel besser. Ich kann mir diese weite Welt eben wunderbar animiert vorstellen und auch diese ganzen Dörfer und Städtchen, die wir da sehen und eben auf dem Rücken von Drachen und oh, ich fände das so mega als Animationsfilm und deswegen wäre das definitiv mein Oscar für die Vorstellung, dass diese Buchreihe, jetzt wo sie ja auch neu aufgelegt wurde, irgendwie vielleicht animiert als Serie funktionieren könnte und das fände ich persönlich richtig, richtig cool. Neunte Kategorie ist dann bester Filmregisseur, beste Autorenentdeckung. Und da kommen eigentlich so 3-4 Autoren in Frage, die ich im letzten Jahr so ein bisschen für mich entdeckt habe. Hier möchte ich aber auch direkt einer Thriller-Debütantin den Oscar verleihen, nämlich Rumi Hausmann mit Liebeskind. Was war das für ein geiler Thriller? Ich habe den ja als Hörbuch gehört, habe ihn mittlerweile als echtes Buch hier stehen und ich fand ihn einfach nur mega. Eine Geschichte erzählt aus 3 Perspektiven, die im Grunde mit einer Entführung beginnt, dann jemand eben seine Familie mit 2 Kindern gefangen hält, ein Ausbruch irgendwie stattfindet und dann geht im Grunde die Geschichte rasant los. Und ich fand die nicht nur Hammer erzählt, da hat es auch wirklich 3 Stimmen, die Perspektiven erzählen, sondern auch einfach, wie der Spannungsbogen aufgebaut war, wie man immer mal wieder denkt, ha, jetzt habe ich's, ich habe es begriffen und ich bin drin. Und dann hat sich das aber wie Träume zu schäumen aufgelöst und es ging spannend weiter. Es war vom Erzählstil von Rumi Hausmann unfassbar toll gemacht. Über das Ende lässt sich streiten. Ich verstehe viele, die sagen, das Ende war irgendwie nicht ihrs. Ich fand es sehr, sehr gelungen und für mich wirklich ein Highlight-Thriller aus dem letzten Jahr, der mich unfassbar packte und wirklich mitgenommen hat. Und ich bin sehr gespannt auf ihr neues Buch, das jetzt in diesem Jahr erscheint. Und in dem Interview bei Annika Bühnemann hat Rumi Hausmann auch schon erzählt, dass sie jetzt im nächsten Buch schon schreibt. Ich bin da mega, mega neugierig, was von der Autorin noch kommt. Und leider kann man gar nichts groß irgendwie von ihr jetzt weiterlesen. Man kann jetzt immer ja nur auf etwas Neues warten. Schöner wäre es fast gewesen, wenn man einen Autor entdeckt hätte, wo es schon 20 Bücher gibt. Aber ich finde, Rumi Hausmann ist absolut eine Entdeckung und wirklich mit dem Debüt-Thriller ist ihr wirklich was ganz, ganz Großes gelungen. 10. Kategorie, beste visuelle Effekte, Buch, welches die besten Actionsequenzen beinhaltet. Und da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil Action ist ja immer so ein bisschen, eigentlich kampfbeladen. Wenn man gerade an die Filme denkt, an Actionfilme, dann gibt es da viel Puh und Pa und Ping. Und nein, ich habe nicht so viel Batman-Serie in den 90ern oder 80ern geschaut. Ich habe den Oscar an Offline vergeben von Arno Strobel. Hier haben wir auch einen sehr grandiosen Thriller, der sich in einer Hütte im Grunde abspielt. Die Leute wollen eben, ja, im Grunde ihr Handy ausgeschalten haben. Sie geben all ihre Elektrogeräte ab, sind in einem Motel, das renoviert wird. Und sind wir im Berchtesgadener Land? Ich glaube schon, ne? Wir sind am Watzmann unten, auf jeden Fall im Süden Deutschlands. Und es gibt hier aber Wendungen und Geschehnisse, die für mich eine actiongeladene, unterschwellige Geschichte erzählt haben. Und für mich ist diese Action nicht, dass es Punkt, Peff, Puff macht, sondern dass ich tatsächlich atemlos davor saß. Dass ich wirklich sprachlos war, was da gerade passiert, wie ja, allein auch die Brutalität, was da geschah. Was für mich so ein bisschen grenzwertig schon war, war für mich gefühlt tatsächlich Action genug für einen Thriller. Und ich fand das großartig gemacht. Ich fand, dass Arno Strobel hier eine Wahnsinnsgeschichte erzählt hat, dass Dinge passiert sind, wo man sich fragt, wie ist er denn da drauf gekommen? Es ist jetzt nichts Neues, dass man in der Hütte irgendwie ist, dass man da ohne Geräte ist und dass, ja, brutale Dinge passieren. Jeder verdächtigt jeden und das ist nichts Neues, aber daraus etwas Neues zu machen, das hat Arno Strobel wirklich großartig gemacht. Und deswegen auch von mir der Oscar, auch wenn es jetzt nicht ganz dieses Action ist, wie man es aus einem Actionfilm à la John Wick oder ähnlichem kennt. Damit kann es nicht mithalten. Für mich ist es eine andere Art von Action, die mich wirklich auch sprachlos hat dasitzen lassen.
Dann der bester Soundtrack einer Buchverfilmung. Und hier muss ich auch sagen, man könnte jetzt wieder den Soundtrack von Game of Thrones herziehen. Der, finde ich, passt immer. Ich habe das jetzt hier ein bisschen anders gelöst. Und zwar gebe ich diesen Oscar an die geilste Lücke im Lebenslauf von Nick Martin. Ein Buch, das mich im letzten Jahr total begeistert hat, denn er war ja 10 Jahre auf Weltreise und ich kenne Nick Martin von seinem Podcast. Und das ist für mich dann eben auch die passende Filmmusik, wenn man so möchte. Der beste Soundtrack zu dem Buch ist sein Podcast, in dem er in seiner wunderbar charmanten Art mit wunderbar, ist es ein fränkischer Dialekt, ich glaube schon, seine Geschichte erzählt, schon Episoden im Grunde vorwegnimmt, die dann auch in Buchform im Grunde erscheinen und er uns einfach mitnimmt. Und ich finde, Nick Martin macht seinen Podcast unglaublich gut. Aktuell pausiert er, aber es ist wirklich der Hammer. Und es ist für mich die beste und perfekteste Untermalung zu einem Buch, dass eben jemand seine Geschichte auch erzählt. Und auch wenn das jetzt nicht der klassische Soundtrack ist, weil auch keine Musik oder Ähnlichem hinterlegt ist, ist es für mich aber einfach, dass er... Also, er macht seinen eigenen Soundtrack für sein eigenes Buch und ich fand, dass das einfach absolut Oscar-verdächtig ist. Mir hat dieser Podcast im letzten Jahr unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe immer wieder reingehört, ich habe alle Folgen weggehört und habe mich dann eben auch mega auf sein Buch gefreut und habe dann auch von seinen Auftritten, er ist ja live damit dann auch gegangen, habe ich dann auch eine DVD mir ansehen können. Wenn ich es nicht zu einem Live-Event geschafft habe, war ich ganz dankbar. Liebe Claudia, liebe Grüße an dich, dass ich mir das ansehen konnte und ich finde, das ist einfach so ein rundes Paket und dafür hat Nick Martin auf jeden Fall einen Oscar verdient. 11. Kategorie, bester Kurzfilm, beste Kurzgeschichte bzw. Novella. Und ich bin ja nicht der größte Kurzgeschichten-Fan. Jetzt könnte man sich eine der Kurzgeschichten vielleicht aus der Hexersaga rausnehmen. Das hätte ich aber irgendwie blöd gefunden. Ich habe mich für Adriana Popescu entschieden. Nicht nur, dass sie mich mit einem Jugendbuch begeistern konnte, nein, auch mit einem Krimi und auch mit einem klassischen Roman im letzten Jahr. Sie hat auch eine Kurzgeschichte herausgebracht. Und zwar 07 Love Stories. Und zwar ist das der erste Teil mit Lara und Tim. Geplant sind 12 Bücher in 12 Monaten. Die Geschichten haben sowas um 60 bis 80 Seiten, ist also wirklich eine Kurzgeschichte, die eben einen Moment aus dem Leben dieser beiden Protagonisten zeigt. Und in diesem ersten Teil haben wir ja Lara und Tim, die sich in der S-Bahn treffen, ein paar Stationen durch Stuttgart fahren und wir so mitten dabei sind. Und das hat einfach Spaß gemacht. Es war kurz, es war knackig, es waren tolle Dialoge, weil Adriana kann für mich Dialoge unfassbar gut, so gut wie gefühlt fast kaum jemand. Schafft sie es mit Worten, mit Dialogen, Witz zu machen, Geschichten zu erzählen, Momente einzufangen und das macht sie einfach unfassbar großartig und deswegen auch der Oscar dafür. Mittlerweile ist auch die zweite Geschichte da und auch die habe ich schon gelesen und ich fand die ebenso grandios. Anders, aber auch wieder perfekt in ihrer Art und ich bin nicht, wie gesagt, der größte Kurzgeschichten-Fan, weil ich finde, eine Geschichte braucht einfach Zeit, um sich aufzubauen. Aber diese kurzen Episoden, die ganz unabhängig auch voneinander gelesen werden können, mir haben beide bisher Spaß gemacht und besonders eben auch die erste. Und ich bin mega gespannt, welche Geschichten da in nächster Zeit dann auch noch online kommen. Die vorletzte Kategorie ist bestes Bild, bestes alleinstehende Buch. Und hier muss ich echt sagen, es hat einen Moment gebraucht, denn gefühlt hat man ganz wenige alleinstehende Bücher. Doch eigentlich, als ich dann in mein Regal schaute, konnte es nur eine Geschichte sein. Und ich glaube, ihr könnt dieses Buch schon alle nicht mehr sehen. Es wird daher Zeit, dass bald das neue Buch von Beth O'Leary erscheint. Es muss natürlich Love to Share sein. Die Geschichte von Tiffy und Leon, die mich so, so begeistert hat, die auch so viele begeistert hat. Ich glaube, Ruth hat alle infiziert und angesteckt und alle sind wie ihrem Ruf gefolgt, dieses Highlight zu lesen oder zu hören und mich hat es ebenso gefesselt. Diese Vorstellung, dass sich hier zwei Leute eine Wohnung teilen, sich aber nie treffen, weil der eine eben nachts arbeitet, sie arbeitet tagsüber, verpassen sich im Grunde immer, wenn er zur Arbeit geht, hat sie Feierabend, an den Wochenenden ist er bei seiner Freundin, dann geht ja so die Freundschaft so ein bisschen los über Zettel, die man sich schreibt, über Essen, was man dem anderen
übrig lässt und so weiter. Und es ist aber nicht nur die Geschichte der beiden, sondern auch die Geschichten, die neben den beiden so laufen. Also sein Lebensbereich und auch ihrer und ja, wie sich das dann eben auch verknotet. Und ganz, ganz toll erzählt, super schön gemacht. Eine Geschichte, die so ganz langsam und also ja, richtig toll ist. Und ich bin so gespannt auf das nächste Buch von Beth O'Leary. Ich weiß, dass das jetzt auch im Frühjahr erscheint. Ich habe mir nicht mal einen Klappentext durchgelesen, sondern es direkt auf die Wunschliste gepackt, weil ich glaube, dass die Autorin einem einfach alles erzählen kann. Und ich bin mega gespannt darauf. Und umso mehr freue ich mich. Ja, spätestens, wenn ich es dann in den Neuerscheinungen vorstelle, werde ich wohl den Klappentext mal lesen müssen. Aber für mich bekommt auf jeden Fall Love to Share diesen Oscar. Und ja, bei der letzten Kategorie war es total schnell eindeutig, was es sein wird, denn es geht um die beste Dokumentation, bester historischer Roman bzw. Non-Fiction. Und für mich war, weil ich Dokumentation noch einfach als Sachbuch sehe, sehr schnell klar, dass es Homo Deus ist von Yuval Noah. Ich habe von Homo Deus, von Yuval Noah schon die Geschichte der irgendwas gelesen, der Menschlichkeit, der Menschheit, also den vorhergehenden Band. Und ich würde jetzt auch demnächst mal gerne noch die 21 Geschichten für das 21. Jahrhundert lesen oder vielleicht sogar hören. Das Buch habe ich Weihnachten 18 geschenkt bekommen und war sehr gespannt, was uns jetzt hier der Autor erzählen wird. Denn es geht um die Zukunft. Er wirft einen Blick in dieser, wenn der Mensch neue Technologien und gottgleiche Fähigkeiten nutzt, und wie er denn dann damit umgeht, denn der Homo Deus wird ja vom Homo Sapiens erschaffen und welche Auswirkungen das wohl auch haben könnte. Es ist an mancher Stelle schon eine sehr düstere Vorstellung, eine sehr deprimierende Vorstellung, die aber dann doch irgendwie einem klar macht, eigentlich muss man was tun, damit es nicht so düster, dunkel und grausig wird. Er aber dann immer doch so diesen Funken Hoffnung hat, den einem auch einfach keiner rauben kann und auch nicht sollte. Und ja, für mich wirklich ein sehr gelungenes Sachbuch, was mir auch sehr tief gegangen ist. An mancher Stelle ein bisschen zu drüber, zu viel des Guten, zu viele Informationen, dass man dann doch manchmal auch einfach denkt, ja, jetzt kann ich auch irgendwann mal nicht mehr folgen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Geschichte, die ich sehr, sehr packend fand und ja, mancher Gedanke aus diesem Buch eben auch noch in meinem Kopf kreist und manchmal auch nicht ganz loslässt. So ist das manchmal. Ja, genug gequasselt, 14 Kategorien bzw. 15 Oscars wurden vergeben und ich bin sehr gespannt, wer bei euch einen Oscar bekommt. Ihr findet alle Bücher zu den Fragen, zu den Kategorien unten in der Infobox. Wenn euch die Bücher jetzt mehr interessieren, schaut da gerne mal vorbei. Schaut auch gerne mal in die Bücherwoche aus 2019. Da findet ihr alle jetzt genannten Bücher auch vorgestellt, denn es geht ja um die Bücher 19 bzw. manche findet ihr auch Einzelrezensionen. Während der Adventszeit habe ich die ja hochgeladen, so das ein oder andere ist da auch auf jeden Fall zu finden. Ich hoffe, ihr hattet bei dieser Oscar-Verleihung ein bisschen Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, egal ob in Videoform oder vielleicht in den Kommentaren. Das fände ich richtig, richtig schön, wenn ihr so ein paar Kategorien aufgreift und sagt, welches Buch, welcher Charakter aus einem Buch hat ja diese Kategorie für euch verdient. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Tschüss, eure Steffi.